Hicks und seine Freunde schossen mit ihren Drachen Gesteinsbrocken aus dem Kliff heraus. Sie brauchten Munition für ihre Katapulte. Hicks war mit Ohnezahn sehr zufrieden. Volltreffer, Kumpel! Ideal für die Katapulte! Die Zwillinge hingegen ließen sich von ihrem doppelköpfigen Drachen verewigen. Der Drache schoss ein Porträt der beiden in eine Felswand. Ein Bildhauer hätte es nicht besser machen können. Ich denke, wir müssen die Kieferpartie noch etwas weiter ausarbeiten. Wie soll ich sagen, unsere Schönheit noch deutlicher machen. Du sagst es. Ach, könnt ihr beide nicht auch mal was richtig Wichtiges machen? Was könnte denn wohl wichtiger sein als das hier? Mir reicht's jetzt echt. Es kann doch nicht so schwer sein. Hey, Kleiner! Erwähn nie vor einer Frau das Wort schwer! Kein Wunder, dass der noch nie eine Freundin abgekriegt hat. Habe ich recht? Leute, kriegen wir die Katapulte noch geladen, bevor die Sonne untergeht? Plötzlich gab es ein donnerhaftes Grollen, das die Erde zum Erbeben brachte. Was war das? Keine Ahnung, aber es zerkrümelt meine Augenlider. Das Grollen wurde lauter und die Drachen der Freunde wurden nervös. Schon gut, ganz ruhig, Sturmpfeil. Hey, was machst du denn, Hackenzahn? Da kommt irgendetwas auf uns zu. Irgendwas Großes. Oh, Tor. Lasst uns verschwinden! Sturmpfeil und Hakenzahn verloren an Höhe, weil sie Netze mit schweren Steinen transportierten. Sturmpfeil! Astrid, Ratzbacke, lasst eure Felsbrocken fallen! Ach, der Knoten ist verheddert! Hakenzahn verlor weiter an Höhe und musste schließlich aufgrund des Gewichtes landen. Genau in diesem Moment erschien vor Ratzbacke und Hakenzahn ein gewaltiger Drache. Feuerwurmkönigin. Hab so getan, als hätte ich Angst, damit sich der Drache nicht fürchtet. Hakenzahn wandte sich der Feuerwurmkönigin zu. Und die beiden begannen zu kommunizieren. Hicks und Fischbein beobachteten sie. Hicks, denkst du auch, was ich gerade denke? Ja, irgendwas stimmt da nicht. Was macht sie hier draußen, so weit weg von ihrer Insel? Ich hab keine Ahnung. Wow, nein, ganz ruhig, Süße. Ich will doch nur rausfinden, was los ist. Hicks landete mit Ohnezahn direkt vor der Feuerwurmkönigin. Also ich als Drachenexperte würde sagen, sie will das Hakenzahn. Ihr folgt. Jetzt landeten auch Fischbein und Astrid. Ihr folgen wohin? Wieso? Vielleicht hat es was damit zu tun. Hicks zeigte auf eine Verletzung, die der Drache am Kopf hatte. Waren das Drachenjäger? Wenn ich mal raten soll, sie sucht Hilfe, um sich zu verteidigen. Und da die Feuerwurmkönigin und Hakenzahn sich von früher kennen, ist er der einzige Drache, dem sie vertraut.